Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge ITER. Letztes Mal haben wir ein paar Bosse besiegt. Und zwei, glaube ich. Zwei Bosse waren es und an einem sind wir sogar gestorben. Geht wieder zur Seite. Jetzt laufe ich so ein bisschen in der Stadt herum. Hahaha, ja, hallo, hallo. Du willst den Glasgarten betreten? Ich glaube, ich weiß nicht, was das ist. Der Himmelsgarten über uns. Willst du ihn betreten? Ich schätze schon. Dann musst du meine Herausforderung überlegen. Herausforderung? Bereit? Was? Los! Wow! Scheiße. Was ist denn dem sein Problem, ey? Gehen wir mal darüber. Hier war ja das Ding vom alten Mann. Also da konnten wir ja rein. Probieren wir das nochmal aus. Und sterben wir das Ding. Oh fuck. Ey. Scheiße. Nochmal. Das ist gar nicht mal so schlecht, aber dann der Schluss, ey. Warum bin ich jetzt reingelaufen? Boah. Voll getroffen, ey. Nochmal. Weil die Leiste ist bald voll. Beide Geisterwaffe, die wir gefunden haben, besser als die Schrotflinte. Hey, jetzt bin ich auch noch da reingelaufen. Level ist so klein. Was ist los? Ah, ich hab's aktiviert.
aktiviert sich automatisch. Jetzt verstehe ich. Also ich habe keine Kontrolle über das Aktivieren. Ah. Da ist so ein Vieh. Jetzt probiere ich es nochmal. Jetzt sollte es vielleicht klappen. Sind jetzt mehr Projektile am Anfang als vorhin? Klappt das ja irgendwann. Wow. Erstes Projektil getroffen. Blöde Hand, wie links. Ich versuche es noch einmal und dann gehen wir zum Schmied. Vielleicht kriegen wir dann eine andere Waffe. Dann ab der Hälfte viel kaum. Oh Mist! Bin direkt reingelaufen. Oh, geschafft, aber gerade so. Oh.
Ach, das sind seine beiden Freunde höchstwahrscheinlich. Hast du es geschafft? Ehrlich gesagt kann ich. Ich kann nicht glauben, dass du lebst. Jeder, der vor dir reingegangen ist, alle sind gestorben. Aber du? Ich bin anders. Was meinst du damit? Du bist durch das leeren Tor angekommen, richtig? Der Höhle mit dem Augenberg. Ich glaube schon. Das ist das leeren Tor. Die meisten sterben, während sie hindurchgehen. Und wenn nicht, nun, sie sterben früher oder später auch. Danke, Ita. Jetzt kann ich meine Freunde in Würde beerdigen. Warte, ich muss wissen, was ist das leere Tor? Ich bin ganz ehrlich, ich weiß es nicht genau. Eine Art Verbindung, eine Tür von anderen Orten zu diesem. Kann ich sie benutzen, um zurückzukehren nach Hause? Ich wüsste nicht, was dagegen spricht. Aber ich weiß nicht, ob jemand das schon mal versucht hat. Immer wenn ein Reisender ankommt, leuchten die Augen des leeren Tores. Das leere Tor war gewiss nicht dazu gedacht, nach unserem Ermessen verwendet zu werden. Du wirst sie wohl selbst zum Leuchten bringen müssen. Leider ist das alles, was ich dazu weiß. Es tut mir leid, dass ich dir dazu nicht mehr sagen kann, Ita. Okay, dankeschön. Was ist das? Es leuchtet. Ach, das sind wie die Schäfchen. So, da oben kann ich nicht lang. Hier unten rechts ist noch ein Gegner und unten links. Und wir haben noch eine neue Waffe, die wir holen können. Aber schon gelöst, oder? Ja, den haben wir schon geklärt. Ah, da unten. Oder? Ja. Hier runter. Dann da. Normal. Die Mutter? Heilige Scheiße, was geht hier ab?
Aber der Bossfight ist leichter wie der beim alten Mann, ehrlich gesagt, weil ich hier mehr Platz habe zum Ausweichen, hatte ich gerade gesagt, und ich wurde getroffen. Das Vieh. Oh, ich hab's erwischt. Perfekt. Das waren 4. Wie fühlst du dich? Krank. Ich bin mir sicher, es fällt dir schwer, wenn ich dir helfen könnte, würde ich. Aber was ist die Alternative? Hier für immer zu leben? Wäre das so schlimm? Es gibt einen Grund, warum deine Verwandten mich vor ihrem Tod gerufen haben. Sie wollen, dass es dir gut geht. Niemand hier geht es gut. Wir sind alle gefangen. Wir fallen unaufhörlich bis ans Ende der Zeit. Ich verstehe. Dann legen wir mal los. Schade, ich habe gedacht, ich kriege jetzt irgendwie so ein Herzcontainer. Aber ich habe gar nicht gekriegt von dem Bossfight. Ist hinter dem Wasserfall etwas? Reine Geister. Diese Geister erhöhen deine Gesundheit permanent. Wow! Drei Gegner platt gemacht. So, hier habe ich den Waffen. Oh, eine Kanone. Wow. Ist schon eine Weile her, seit ich sowas zuletzt gesehen habe. Vielleicht ist es sogar genau dieselbe. Ein Kind wie du hat sie getragen, hat sie auf ihren Schultern herumgeschleppt. Sie wirkte immer so fröhlich. Einen Moment. Ich mache das eben für dich fertig. Zwar mehr Bums, aber ich finde, sie ist sehr, ja, sie schränkt die Mobilität ein. Wenn ich jetzt gelangt, da. Ich denke, ich muss da hoch zu der Kartenfrau. Da ist wieder so eine Katze. Indem sie ihnen ein neues Leben bei aller weltlichen Einschränkungen gemacht hat. Schien nie den Unmut der Verlust mit dem Ausfall, der von einem großen Priester zu mir jüngst eingetroffen war. Achso, das hatten wir ja schon. Also einerseits finde ich es sehr schön, dass uns nicht gezeigt wird, wo wir lang müssen. Dass wir selbst entscheiden können, wohin. Andererseits finde ich es ganz schön hin und her. Also andauernd hin und her laufen, gucken, wo ich noch was übersehen haben könnte. Ja, wir brauchen mal rein. Doch, vielleicht kann ich den irgendwie auch streichen. So, jetzt sind wir hier im Mittelgang. Ah, ich glaube, ich kann diesen Bossraum jetzt betreten mit den 4 Dingern. Da hoch, je nachdem. Nee, ich muss den 4er platt machen, dann kann ich da hin.
krabbeln. So, ich muss also nach rechts. War das 4 oder 3? Eiertüche. Die kann ich jetzt bestimmt öffnen. Ja. Obwohl ich ja 4 Bosse platt gemacht habe. Bin ich zu oft gestorben? Eine riesige Hand. Ich hasse das. Töten. Ich kann den Boden nicht sehen. Probieren wir mal die Waffe aus. Ich laufe mal ein bisschen hier in der Welt noch rum. Vielleicht finde ich ja noch etwas, was mir hilft. Sagen,
Der Schwierigkeitsgrad ist enorm angestiegen. Plötzlich. Hallo nochmal, Ethan. Du scheinst wie immer kurz munter. Du siehst glücklich aus. Ja, das bin ich. Kannst du dir vorstellen, wie überrascht ich war, als ich nur zwei Körper in der Kammer fand? Reke hat es irgendwie nach draußen geschafft. Sie war immer die stärkste von uns. Kind, ich. Es tut mir leid, dass ich dein Leben in Gefahr gebracht habe. Worum ich dich gebeten habe, war unnötig und egoistisch. Ich hätte es selbst tun sollen, unabhängig vom Ergebnis. Also danke nochmal. Du hast mir den Mut gegeben, loszugehen und nach Reiki zu suchen. Wenn ich so lange überleben konnte, dann hat sie es allemal geschafft. Pass da draußen auf dich auf, Ita. Du auch. Noch nichts. Nichts? So. Da nach links, da war ich noch nicht, glaube ich. Tote Schafe. Jeden Tag ein wenig unzufriedener mit ihrer Schöpfung. Dieser Ort war für ihre Art gedacht, diese Fuge. Doch finden andere wie ich ihren Weg hierher? Bruno hat dem Architekten aufgetragen, mit der Arbeit zum Garten zu beginnen. Der Garten am Ende der Welt. Sie will, dass er auch leere Kammern baut. Bruno befürchtet, dass wenn sich zu viele der kosmischen Wesen ansammeln, sie eine ernsthafte Bedrohung darstellen werden. Diese Kammern werden sie aufhalten, werden diese großen Geister wegsperren. Ich befürchte, das wird in der Praxis nicht funktionieren. Das einzige Secret hier. Und die toten Schafe. Achso, da waren wir schon. Haben wir unsere Leiste bekommen. Ich versuche das hier noch einmal. Bald werden deine Erinnerungen nur noch durch mich existieren. Bitte nimm diesen Schlüssel. Der Glasgarten erwartet dich. Okay. Ich kann deinen Geist spüren, obwohl ich befürchte, dass das nicht ausreichen wird. Viele wie du wurden an diesen Ort gerufen und viele werden gerufen werden, wenn du nicht mehr bist. Ich bin schon einmal gestorben. Das ist dir jeder. Wahrer Tod im Garten bedeutet, dass dein Verstand sich der Vergessenheit hingibt. Ähnlich wie bei deinem Katzenfreund. Was kann ich tun? Ich schätze, du könntest die Vergessenheit akzeptieren. Okay, ganz schön düster. Oh, ich kann da rein.
mal rein. Den Schlüssel haben wir uns ja verdient. Was macht der hier? Hey, geht es dir gut? Du siehst nicht gut aus. Oh, hallo. Ich kann diese Tür einfach nicht überwinden. Reki ist irgendwo da draußen und ich bin viel zu feige und kann nicht mal diesen Garten verlassen. Es tut wahrscheinlich eh nichts zur Sache. Hm? Du bist immer noch hier? Du hast doch wichtigere Dinge zu tun, als dich um einen alten Mann zu sorgen. Joa, dann würde ich sagen, schauen wir in der nächsten Folge weiter, was sich hinter der Tür befindet. Und gegebenenfalls machen wir dann auch den einen Boss, bei dem ich versagt habe. Ja, dann würde ich sagen, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss.